Hallo, ich bin der Spear. Willkommen zur dritten Episode. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Beim letzten Mal hatte ich ja hier einen Cut gemacht. Dann lass uns mal wieder an der Stelle weitermachen. Oh Mist, die Reichweite ist ja nicht so doll. Ach, wenn ich hier ducke, dann macht ihr das. Sehr schön. Schön die Batterie gammeln. Ist hier irgendwas? Was ist das denn? Achtung, Geschütztürme aktiv, wenn das Licht leuchtet. Ja, es ist doch am Leuchten, oder? Hä? Ach so. Jetzt hat man Sachen verloren. Nee, cool. Da, dann gehe ich erstmal nach rechts. Ah, die Typen sind ja wieder da. Könnte ich die Granate so weit werfen? Wenn ich jetzt die Taste festhalte. Oh, falsch. Ich bin auch schlau. Hallo? Was ist denn deine Typ tot? Hat sich selbst gekillt? Also wenn ich dann wechsle, okay, gut. Ich dachte mal, sie wird das. Ah, erwischt. Okay, gut. Damn shit. Oh, verdammt. Oh, der haut ja ab. Hä? Bisschen Kugeln. Kugelrohrpistole. Naja, ich kann ja mal die anderen Waffen auspacken, jetzt wo viele Gegner da sind. Sieht aus wie eine Shotgun oder so. Kann ich damit trotzdem noch schießen, obwohl da 0% steht? Ja. Aber ich habe nur 18 Schuss. Nexus Ninja. Was wird das zu bedeuten? Feuer. Oh, verdammt. Oh. Das ist ja nicht so toll. Ich muss die Pilze retten. Diese Ninas wissen, was sie tun. Da sei Vorsicht geboten. Oh. Ja. Da muss ich echt aufpassen. Wenn ich da mal kapiere, wie die Steuerung funktioniert. Okay. Muss das hier so dunkel sein? Ah, die sind so ein bisschen unsichtbar oder getarnt. Okay, verstehe. Links. Okay. War da schon vornherein richtig? Das hier muss ich heimlich machen, okay? Kann ich da rein? Warum hat denn der mich entdeckt? Super. Komm doch. Komm nach! Wenn ich jetzt hier mal so. Vielleicht nehme ich mal die Waffe. Muss ich das nicht schon hier irgendwo reinstecken direkt? Ja.
Computer. Eindringling der Gruppe. Alarm wurde ausgelöst. Das war's. Nexus Hallen. Hallo? Muss ich da aufpassen bei dem Ding? Gut. Dann nehme ich lieber die Standardwaffe. Der deckt aber viel ab. Und yes. Kann ich ihn noch eigentlich abknallen einfach? Warum? Oh Mann. So, High Lift. Kann ich nicht noch tiefer zu dem anderen komischen Ort? Komm schon. Attack. Oh je. Yeah. Ich liebe diesen Raum, er hat so viel Charakter. Du kommst der Sache schon näher. Sprich diese Lautsprecher mit mir? So, das ist eine Druckplatte, interessant. Ich könnte ja auch Folgendes tun. Ob das jetzt ein Geheimnis ist? Hallo? Yes. Nice. Warum? Oh. Ja. Scheißteil. Oh nein, jetzt ist die Tür zu oder was? Oh. Ja, Typ, kannst du nicht einfach mal auf das Ding zielen? Dieses Mal hast du dich wirklich selbst übertroffen. Ja. Na komm schon. Ich hätte echt Schaden von der Kiste bekommen, oder? Was ist das? Nix. Das sind so Leute in der Tür da. Egal. Das ist das Schaltsymbol von der Tür.
Hallo? Hallöchen. Aber wer bist du? Bin ich nicht das, wonach du suchst? Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht mal, wonach ich suche. Abschalten. Ein Duell. Fantastisch. Oh. Es ist jetzt halt wieder. Oh fuck. Eine andere Waffe auszuprobieren. Es ist. Kann ich die kaputt springen? Okay, da kann ich das Ding auch reinstecken. Stoß. Das ist interessant. Wie hast du das gemacht? Was ist das? Was zur Hölle? Ja, die Waffe ist definitiv stärker. Muss ich das jetzt mit kapieren? Jetzt muss ich da runter oder wie? Hallo? Das ist interessant. Wie hast du das gemacht? Ich habe die Falltaste nach oben gedrückt. Neun Schuss noch. Wieder drin. Lass mich das nur erst verstehen. Ja, verstehen würde ich das auch gerne. Muss ich auf den schießen oder was? Hi. Habe ich noch irgendeine. Oh Gott, ob das was wird? Yes. Hallo? Gott. Ich will die Waffe noch haben. Ja, lassen wir die doch mal direkt drin. Au, der kann ja auch angreifen. Nimm doch die Scheißwaffe, Mann. Puh, das hektisch. Meine Fresse. Boah, 8 Schuss noch. Ein Schuss. Ah, ich will die.
sind ja gerade interessant. Ach, Mutsch. Fuck you, ey. Hey, du, fang. Nein, shit. Ist hier noch irgendwas Gutes? Ja. Granaten. Puh. Was bist du? Ach, verdammt, was hab ich denn gemacht? Aus Versehen noch die Granaten in der Hand. Was für ein Arsch. Gott. Alter Schwede, ich hab meine Granaten nicht mehr. Die Flaschen gelimmt hier fertig werden. In der Tat, was cool ist, ne? Ah. So, ich da, die Granaten, die. Einzigartige Beute. Ja, ich werde jetzt sofort sterben, bestimmt. Shit, ey. Nein. Was ist das? Ein anderes Schild, ob das wohl besser ist? Was habe ich denn hier? Schläger, okay. Was ist das denn für eine Granate? Keine neue Knarre? Heugabel. Say Flash und du Bär. Okay, ja, so viel dazu. Ah, da sind die ganzen Sachen. Hallo? Du schon wieder? Und stürmt sie auf. Was hast du diesmal zu erzählen? Hast du irgendwas Ungewöhnliches bemerkt? Ich hätte nicht erwartet, Kugeln ausweichen zu müssen. Ja, die Roboter haben die Seiten gewechselt. Wie? Dann haben sich die Roboter gegen Kulissen gewandt? Die Menschen haben hier oben in den Bergen ein uraltes Artefakt entdeckt. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Du brauchst nicht weiterreden. Nee, ich sag Artefakt. Eine von allen geschaffene Maschine. Als sie aktiviert wurde, hat sie begonnen, mit den Menschen zu kommunizieren. Ich habe genug gehört, um mich auf den Weg zu machen. Nee, kommunizieren. Diese außerirdische Maschine hat ein künstliches Bewusstsein. Die Menschen nannten sie ETAC, Extraterrestrial Artefakt Consciousness.
Atomwanze gibt es immer noch. Wir sind jetzt in ihrem Kern. Peter wird von einer Schranke geschützt, die durch ineinander verzahnte Splitter verschuldet ist. Die Menschen hatten den Tongrub hier versteckt den Schlüssel gefunden und standen kurz davor zu dechiffrieren, als das Seetag angriff. Indem es ihre Roboter gegen sie aufgebracht hat. Ja, als sie ihre ganze nicht-robotische Verteidigung einmal besiegt war, waren die Menschen chancenlos. Warum wollten die Kolonisten noch den Kern zugreifen? Sie haben etwas entdeckt, was sie dazu gebracht hat. Ich kann nicht gehen, bevor ich herausgefunden habe, was sie entdeckt haben. Nutze den Schlüssel, den du gerade erhalten hast, um am Kern des ERTC den ersten Splitter aufzuschließen. Was mache ich danach? Du musst die übrigen 5 Schlüssel finden und dechiffrieren. Die Trepperbasis ist ein guter Ort, um mit der Suche zu beginnen. Die finden dich in einer alten Borealis-Basis. Trapper? Trapper leben von Plünderungen und Sklavenhandel. In ihrer Basis sollte ein Schlüssel zu finden sein. Außerdem haben die Vieh vielleicht eine nützliche Ausrüstung. Alles klar, soll mich auf die Weg machen. Liebe wohl. Was ist das denn? Das Alien-Artefakt. Was ist das? Das ist ein Schiff. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir die Episode hier. Nach dem Abschließen dieses Auftrags. Schön, dass ihr dabei wart. Macht's gut und auf Wiedersehen.